Ja, yeah, ich glaube, jetzt lang. Mal gucken. Oh nee, nicht schon hier, ne? Ach komm, EP. Und nochmal ordentlich Erfahrung bekommen. Und nochmal heilen noch mal mit einem Wunderwasser. So. Also die Kämpfe sind wirklich nicht leicht und what the fuck. Willst du tatsächlich in den Drohnen den Abgrund hineinspringen? In der Zauberei! Nein! Naja, lieber lassen. Okay, wir speichern mal ab. Was passiert denn, wenn ich rechts? Hm. Geht's auch noch weiter. Gehen wir erstmal, oh Gott. Nee, komm, wir machen erstmal den Abgrund. Wir sehen, was da ist. Vielleicht gehe ich Game Over, vielleicht auch nicht. In der Zauberei hinein! Aha! Gehen Sie bei irgendeiner Ihrer Aktionen auch einmal davon aus, dass Sie daneben gehen könnte? Verehrteste müssen noch einiges lernen, um die Kavallerist zu denken. Aha. Du findest Riechwasser, Balsamöl, ein Zylinder. Zylinder habe ich doch schon. Aber den könnte, wir hatten den, ach den, ah, doch, den könnte heißen ausrüsten, so. Gut. Ich denke mir erst gar nicht drüber nach, wie wir hier gerade verkehrt haben. Also, das ist echt, naja, seltsam. So, hoch oder rechts, hoch oder rechts. Immer mal nach rechts. Und schon wieder Schreckechsen. Na, komm. Und nochmal ein Level ab, Level 10. Oh yeah, 10er kannst du übersprungen. Ach, geil. So. Jedenfalls, wollte ich eigentlich ein Wassermüll einsetzen. Gott, der geht mir auch irgendwann bald aus, wenn das so weitergeht. Naja. Naja, aber wo lang muss ich denn jetzt? Oh Gott. Was ist das denn da? Aua, Feuer. Hier scheint die unterirdische Hitze ungezügt in der oben zu zündeln. Ich weiß aber, glaube ich, schon, wie ich das beheben kann. Zumindest in einem, bei einem Teil. Ich probier's mal aus. Ah. Und das Ding da vielleicht jetzt. Na, da komme ich rein. Gut. Gucken, nochmal reinschmeißen. Ah, okay. Diese Spalte wäre blockiert. Ich denke, vor dann können wir hier gefahrlos hinüberhüpfen. Das sind die Erfahrungspunkte. Eine Nora Level 10 erreicht. Oh yeah. Fehlt nur noch unser guter Leutnant. Dann haben wir alle Level 10 erreicht. Gut, mal gucken. Ich gucke mich mal weiter um. Was haben wir denn hier? Ein leerer, unterirdischer. Aber ich glaube, der geht's runter, oder? Mal gucken. Puh, der kommt in Sässigkeit. Das kommt in Sässigkeit aus diesem Loch. Merkwürdig, merkwürdig. Eigentlich sollte doch die Hitze in der Tiefe zunehmen. Genug davon. Wir springen. Na ja, komm, mach mal. Wie? Einfach so. Ins Unbekannte. Was für ein blödsinniger Plan, Leutnant. Ewiges Palaver bringt uns auch nicht weiter. Taten sind gefragt. Vergessen wir nicht, dass wir unbedingt Professor Lietenbrock finden müssen. Andernfalls sind wir in diesem Gewehr verloren. Der Erdwühler steckt bestimmt da unten. Lietenbrock gräbt sich in der Tat oft sehr tief. Nun gut, sehen Sie nach. Aber dass wir mit äußerster Vorsicht den Anstieg wagen, Herr Leutnant. Grundigier! Das nennt er vorsichtig. Er ist du ein idiotischer Mensch. Oh, ungewöhnlich hell, ungewöhnlich kalt, ungewöhnlich. Sind Sie in Ordnung, Herr Leutnant? Zweifellos. Ich höre Sie klappern. Schauen Sie, ob Sie einen Spur von Lietenbrock entdecken. Wird gemacht. Okay, ich speichere mal trotzdem extra ab, weil ich nicht unbedingt jetzt hier... Oh, Schnee. Warte. Hätte nicht gedacht, dass so viel Leben in der Planetenkruste steckt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Warum schiffe ich die Fotografie noch mit mir rum? Na, egal. Nochmal abspeichern. So. Auf in den Kampf! Ach Gott, wie sind die denn aus?
70 HP. Element Stärke, Element Kälte, der dritte. Schwächen, gezielter Fausthieb, Glaskinn. Aha. Ja, brüll nur. Ich werde dir schön einen Schwinger verpassen. Ha! Bam! Na gut, wir machen zu viel Schaden. Ausschlag! Und boah, Alter, der Schaden! Meine Fresse! Der Schaden! 83! Na gut, weg sind 86, aber 180 Teile Wundsalbe. Warum kloppen viel sowas? Level 10! War Banku vorbereiten gelernt. Was für ein Ding vorbereiten gelernt? Ja, mal gucken. War Banku vorbereiten. Heftiger Überraschungsangriff, aber Deckung sinkt. Oh. Aha. Aha, 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 aha. Was ist das? Der nimmt einen Eiskristall. Eiskristall EMK. Elektromagnetische Kompensator unbezahlbar. Schlimm Eisen, wo ist er denn? Dinozahn, der Zahn einer Schreckechse blieb bei seinem Land. Wo ist es denn? Eiskristall. Bewirkt einen einzigen. Ach, okay, das ist einfach nur als Becher, bloß kräftiger. What the? Soll denn das hier sein? Kühlhaus, zu oder Schaufensterauslage. Naja, naja, mal einen prüfenden Blick durchs Monokel auf die Lage werfen. Affig! Primitiv! Sieht aus wie Markwitz. Mann, nanu, find doch was! Was hast du diese Unordnung? Wo steckt denn nur wie dieser Leutnant? Hochinteressant. Ich verstehe allmählich, warum Liebenbrock seine Tage unter Tage verbringt. Alle Wetter. Sehen Sie nur, was für ein Prachtexemplar. Das ist das beste haltende Exemplar von Apos Primitivicus, das ich je gesehen habe. Die Kälte in diesem Bereich scheint hervorragend zu konservieren. Brr, ich merke bereits, wie ich immer haltbarer werde. So, gehen wir weiter. Allmächtiger. Homo Barbarensis, das vortrefflichste Exemplar, das hier am Forscher sah. Professor, bitte, uns ist Entsetzlichkeit. Uns? Ja doch, wir gehen. Aber hier stecken... Aber das ist ja das Zwischenglied. Zwischenglied? Der Wissenschaft sucht seit Jahren danach. Ein primitives Wesen, halb Affe, halb Mensch. Aha, sind ja doch hinterher gekommen. Da kommt ja unser Zwischenglied. Wie mein? Ah, gar nichts. Wir haben uns ohnehin um Wichtigeres zu sorgen. Offenbar haben die Eliten draufgepasst. Ohne Führer sind die Hunden verloren, fürchte ich. Hat irgendjemand eine Idee, was nun zu tun ist? Warte, allmächtiger Liedenbrock. Bedrängen Sie mich, liebe Leute. Ich verabscheue Massenaufläufe. Sie sind eine alte Mimose, Liedenbrock. Heißen Sie hier? Ach, richtig. Sie waren doch auf dieser Versammlung, die ich vorhin platzte. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie Ihnen auf dem Weg an die Oberfläche. Furchtbar gern. Doch fürchte ich, genau da gibt es ein Problem. Natürlich. Ein Problem? Aber Sie werden doch den Weg zur Oberfläche kennen, mein guter Liedenbrock. Natürlich, natürlich. Nur leider ist der Fahrstuhl besetzt. Sie scherzen. Haben nur vom technischen Scherereien. Werde mit zur Not den Weg freisäbeln. Das könnte die Lösung sein. Aber was rede ich? Kommen Sie, sehen Sie selbst. Starren Sie nicht, meine Herren. Hinterher! Diese junge Hüpfer. Na dann, hinein. Okay. Willkommen in den unteren Etagen. Ich habe diesen Ort Drachenpass genannt. Eine Pass.